Max Schrems ist 24 Jahre alt. Er studiert Jura in Wien und ist Mitglied bei Facebook. Soweit, so normal. Aber gerade hat er etwas gemacht, was bisher einmalig ist. Er hat Facebook angezeigt. Wegen Datenmissbrauch. Das, was Facebook teilweise heute tut, ist verboten. Aber ich lasse mich von katastrophalem Datenschutz nicht vertreiben. Der Jurastudent sorgt gerade für Schlagzeilen, weil er herausfand, dass vermeintlich gelöschte Daten nicht gelöscht werden. Dabei wollte Max Schrems nur mal wissen, was Facebook über ihn gespeichert hat. Reine Neugier. Ich habe zufällig mitbekommen, dass es irgendwo so ein Online-Formular geben soll auf Facebook. Und das habe ich dann gesucht. Das hat eine halbe Stunde bis Stunde gebraucht, weil es recht gut versteckt ist. Und ich bin dann eben auf dieses Formular gestoßen, habe das dann ausgefüllt. Am Anfang kriegt man ein paar E-Mails von Facebook, wo sie probieren, einen irgendwie abzuwimmeln. So, ihr könnt sich eh einloggen und da kann man eh alles sehen. Und ich bin ein bisschen beständig geblieben und am Ende habe ich dann eben diese CD zugeschickt bekommen, in dem Fall aus Kalifornien direkt. Der Inhalt der CD: Datensätze ohne Ende. All das, was über Max gesammelt wurde. Ausgedruckt sind das 1200 Seiten. Bei gerade mal 3 Jahren Mitgliedschaft. Im ersten Moment war es natürlich schon 1200 Seiten. Wow, ja, es hat kein CIA, KGB, sonst was. Normalerweise waren Normalbürger 1200 Seiten. Die Daten sind in Kategorien unterteilt. Insgesamt sind es 57. Es ist einfach alles schon so an einer absurden Grenze angelangt, wenn man sich überlegt, wenn man zum Beispiel allein die Messages vergleicht mit der Post. Das ist so, wie wenn jeder Brief von mir aufgerissen worden würde, gescannt wird, analysiert wird und für immer gespeichert wird. Und genau das macht Facebook. Wenn man sich das bei der Post vorstellt, ist das vollkommen absurd und jenseitig. Facebook tut einfach und sagt auch noch, sie dürfen das und das ist alles ganz vollkommen unproblematisch. In der Unterkategorie Messages findet er etwas, mit dem er nicht gerechnet hat. Nachrichten, die er schon längst gelöscht hatte. Zu erkennen am Deleted True. Das bedeutet, ja, es wurde gelöscht. Trotzdem bleibt alles gespeichert. Das ist Betrug, findet der Student. Sie sagen, du hast alle Möglichkeiten, du kannst alles löschen, willst du es ganz wirklich löschen? Dann sagst du, ja, ich will es wirklich löschen, in Wirklichkeit tun sie es nicht. Und das ist unterm Strich reine User-Verarsche. Wer auch immer diese Daten sieht, kann innerhalb kürzester Zeit höchstpersönliche Dinge lesen. Sex, Teilnahme an Demos, Krankheiten. Stichwörter in der Suchfunktion reichen, um Entsprechendes aufzuspüren. Man findet gerade in den Nachrichten eigentlich zu allem dann irgendeinen Text, der dazu passend ist. Und aus dem kann ich innerhalb von 5 Minuten rauslesen, was jemand wählt, was für Krankheiten er vielleicht gehabt hat, irgendwelche Beziehungsdramen, was auch immer man halt auf Facebook abgewickelt hat, über irgendwelche, wo man Nachrichten geschrieben hat. Und all das ist vollkommen unlöschbar. Was auch dazu kommt, ist, dass Facebook zum Beispiel sagt, sie garantieren nicht, dass das alles irgendwie sicher ist. Es kann jederzeit auch im Internet auftauchen und so weiter. Facebook ist mittlerweile eine digitale Macht. In den USA ist jeder Zweite aktiv in dem sozialen Netzwerk, in Europa jeder Vierte. Seit der Gründung 2004 ist die Mitgliederzahl weltweit auf 800 Millionen angewachsen und irgendwie ist jeder mit jedem vernetzt. Riesige Server speichern die Daten. Wofür, ist unklar. In den USA herrscht schon eher die Idee, was man mal hat an Daten, gibt man nicht mehr her, wurscht wie. Und hauptsächlich hat der das Recht an den Daten, der sie einfach hat auf seinen Servern. Und gerade hat Facebook etwas entwickelt, mit dem sich noch mehr Informationen sammeln lassen. Vor 2 Wochen hat Gründer Mark Zuckerberg die Timeline vorgestellt. Alle Daten des Nutzers werden chronologisch zusammengesetzt und ergeben ein virtuelles Tagebuch. Vom Grundkonzept finde ich es natürlich sehr erschreckend, weil uns ist gesagt worden, Facebook ist dafür da, dass wir jetzt im Moment mit ein paar Freunden was austauschen, kommunizieren, vielleicht ein paar Bilder hochladen. Und aus diesem Datenhaufen jetzt sozusagen ein Lebensarchiv draus zu kreieren, da hat niemand von uns jemals zugestimmt. Dürfen die das? Nein, dürfen die nicht, sagt Max Schrems. Bei seinen Recherchen entdeckte er Folgendes. Facebook hat nicht nur in Kalifornien seinen Sitz. Seit 2009 gibt es eine 2. Firmenzentrale in Dublin, vermutlich um Steuern zu sparen. Wer in Europa lebt, hat seitdem einen Vertrag mit Facebook Irland. Als Jurastudent weiß er, dass das Netzwerk sich dann an das Recht in Europa halten muss. Das ist wesentlich strenger als in den USA. Er stellt Anzeige gegen Facebook.
in 22 Punkten. Auf seiner Seite Europe vs. Facebook listet er sie auf. Die Anzeigen schickt er an die irische Datenschutzbehörde. Port Arlington bei Dublin. Hier sitzen die irischen Datenschützer. Billy Hawkes ist ihr Chef. Er bekam die Anzeigen von Max Schrems auf den Tisch und prüft sie derzeit. Wenn Daten gelöscht sind, dann sollten sie weg sein. Also wenn Facebook tatsächlich Daten aufbewahrt, auf die sie kein Recht mehr haben, dann ist das gegen das Gesetz. Wir haben sehr effektive rechtliche Mittel, um unsere Gesetze durchzusetzen. Wenn das stimmt, hat Facebook ein echtes Problem. Die Firmenzentrale in Dublin. Ein Interview gibt es nicht, wir bekommen nur eine E-Mail. Darunter steht unter anderem zu dem Vorwurf, Facebook würde Daten nicht löschen. Bei den Berichten über gelöschte Daten, die manchmal in den heruntergeladenen Dateien auftauchen, ist festzuhalten, dass es sich hierbei wahrscheinlich um Posts handelt, die auf einer bestimmten Stelle auf Facebook entfernt, aber nicht gelöscht wurden. Oder aber die Informationen mussten für eine kurze Zeit für Nachforschungen aufbewahrt werden. Wir arbeiten daran, diesen Prozess so nahtlos wie möglich zu gestalten. Ob das Nichtlöschen Versehen oder System ist, das untersucht jetzt der irische Datenschutz. Auf jeden Fall hat Max Schrems es schwarz auf weiß, dass seine vermeintlich gelöschten Daten nicht gelöscht sind. Ich meine, das ist schon sozusagen relativ doof, dem anderen direkt das Beweismaterial zuzuschicken, ne? Ziel des Studenten ist, dass Löschen wirklich Löschen bedeutet und nicht irgendeine verklausulierte Ausrede. Oder haben Sie verstanden, was Facebook damit sagen will? Bei den Berichten über gelöschte Daten ist festzuhalten, dass es sich hierbei wahrscheinlich um Posts handelt, die entfernt, aber nicht gelöscht wurden.